Hey, ihr kleinen Portalsprenger, willkommen zurück zu Mass Effect 2. Wir sind mit Dr. Kenson auf der Operationsbasis und sie hat uns gesagt, dass in 2 Tagen schon Reaper die Erde erreichen sollen und deswegen wollen sie ein Massenportal sprengen der Batarianer. Das Problem ist leider nur, wenn wir das machen, also wenn wir da mithelfen, dann sind wir gleichzeitig für den Tod von über 300.000 Batarianern mitverantwortlich. Dass das nicht eben mal so eine leichte Entscheidung ist, kann man sich vorstellen, zumindest für uns jetzt nicht. Aber ich glaube, die haben schon ihre Entscheidung getroffen. Dementsprechend wird das wahrscheinlich hier schon so ein Ding sein, das wir nicht mehr verhindern können, aber... Naja. Frachtunterlagen? 1050 Credits, ja gut. Ja, schön, dass ihr mit dabei seid und das mit mir zusammen erlebt, weil ich meine, ich hätte das noch nicht gekannt hier. Also es könnte eine DLC-Mission sein. Gehen Sie durch die linke Tür am Ende dieses Ganges. Okay, danke. Gehe ich erstmal rechts. Durch zu die Tür. Ja, ist derzeit beschränkt, der Zugang. Ja, und es ist auch seltsam, dass wir hier alleine mit Chap unterwegs sind und nicht mit unserer ganzen Crew, also mit unserer Dreier-Gang immer. Was ist erforderlich, um das Projekt wieder in Gang zu setzen? Alles war vorbereitet, als wir verhaftet wurden. Es ging nicht um können wir, sondern um sollten wir. Ja, sollten wir... Wie sehen die Alternativen aus? Die Reaper werden dieses System in jedem Fall erreichen. Aber das Alpha-Portal ist ihre Abkürzung zum Rest der Galaxie. Wenn sie die Reaper auf Distanz halten wollen, muss das Portal zerstört werden. Ja, wie gesagt, also es ist halt die Frage. Wird es das verzögern soweit nur, dass wir ein bisschen Zeit gewinnen, oder ist das alles für die Katz, mehr oder weniger? Dr. K. Auf jeden Fall sehr spannend gerade, finde ich, das Ganze. Na? Die sind alle so entspannt dafür, dass halt der Timer läuft, ne? Wir müssen das Projekt wieder zum Laufen bringen. Es ist vermutlich unsere einzige Chance. Sekunde, ich öffne die Tür. Oha. Commander Shepard, das ist Objekt Rho. Sie lassen das Reaper-Artefakt einfach so rumstehen? Ganz offen? Als wir es fanden, hat es mir eine Vision von der Ankunft der Reaper gezeigt. Kenson, das ist nicht gut. Warten Sie kurz, Shepard. Es wird Ihnen den Beweis geben, den Sie brauchen. Ich kann nicht zulassen, dass sie das Projekt in Gang setzen. Nicht zulassen, dass sie die Ankunft verhindern. Was? Aber sie will das doch... Sie wollte das doch auch. Was ist los mit ihr? Mach den fertig. Seid ihr gestört? Und nicht, dass sie schon indoktriniert ist. Was? Überleben sie den Ansturm so lange wie möglich. Aua. Ihr Schweinebacken. Oh mein Gott, was? Oh oh. Okay, die kommen wohl noch von links gerade. Halt die Backen! Oh, oh, oh. Kein Widerstand. Geben Sie auf, dann werden Sie verschwinden. Sie ist indoktriniert, Leute. Sie ist in... Ihre letzten Tage sind angebrochen. Oh nö. Ihr Penner.
Oh nö. Das war's mit meiner Waffe. Das macht es nur schlimmer für dich. Aua. Das Ende ihrer Spezies wird kommen. Das glaube ich nicht, Tim. Oh shit, 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 shit. Was? Die schweren Mechs? Oh nein! Haben sie mich? Ach, kacke! Ich hätte es wahrscheinlich eh nur auf Zeit durchgehalten und dann war er vorbei. Ihr Penner! Oh ja, sie sind doktriniert. Ab in die Krankenstation und fliegt ihn zusammen. Wir wollen Shepard lebt. Na gut, dann kann sie auch nichts dafür, aber... Warum hat sie das nicht schon früher offenbart? Oder wurde sie jetzt erst infiltriert, quasi? Ich weiß auch nicht. Als würde Shepard gerade eben aufwachen. Könnte aber auch nur eine Systemstörung sein. Keine Störung. Das Beruhigungsmittel wirkt nicht. Wache! Ist nicht euer Ernst. Sag mal, sind die alle indoktriniert? Das kann ich mir nicht vorstellen. Dass die da freiwillig mitmachen, wenn die Frau Doktor sagt, hier... Ja, ich glaube, da könntest du ganz recht haben. Oh, die Kontrolle von dem Mech übernehmen. Ah. Oh, cool. Kann ich den jetzt spielen? Das ist ja witzig. Habe ich noch andere Waffen? Nein. Das bin ich gerade sehr schnell. Hallo? Um! Shepard ist entkommen. Alle verfügbaren Mannschaften in den Krankenflügel. Er darf das Projekt nicht aktivieren. Was ist los mit euch? Shepard war jetzt 2 Tage lang durchgehend ruhig gestellt. Wir mussten jedes Mal die Dosis erhöhen. Gerade eben sah es so aus, als würde Shepard aufwachen. Könnte aber auch nur eine Systemstörung sein. Keine Störung! Das Beruhigungsmittel wirkt nicht! Warte mal, was? 2 Tage? Das ist schon 2 Tage her. Ich meine, wie gesagt, wenn die Frau Doktor indoktriniert ist, ja. Aber warum die anderen? Warum machen die alle mit? Heute Morgen bin ich schweißnass aufgewacht. Der Albtraum war wieder da. Der mit dem gewaltigen Raumschiff, das durch die Citadel fliegt und alle meine Freunde pulverisiert. Sogar jetzt habe ich dieses Bild vor Augen. Warum hört das nicht auf? Ja, warum machst du denn dann mit? Ist die Frage wohl eher. Wenn du diese Albträume hast. Dass die Reaper alles zerstören werden. So, haben wir jetzt alles? Geil. Jetzt gibt's Haue. Wenig Zeit. Ich muss den Asteroiden in Bewegung kriegen und dann schleunigst verschwinden. 1:55. Nee, 1 Stunde. 55, Quatsch. Ja, das ist genau richtig, dass wir aufgewacht sind jetzt. Und ich meine, unser Crew, also die Crew von der Normandy, die hat das nicht jetzt irgendwie mal überprüft oder so, wo wir sind. Ich meine, die haben doch die Mittel dazu. Cerberus auch. Wenn es still ist und wenn sonst niemand da ist, kann ich es hören. Ein Flüstern weit hinten in meinem Kopf und ich weiß nicht, was es sagt. Ich habe Dr. Kinson davon erzählt und sie scheint es zu verstehen. Was zum Teufel geht hier vor? Ja, das ist die Beeinflussung. Das war ja auch bei der Sovereign der Fall.
So, das hat ja auch Saren dann irgendwann erwischt, der ja ach so resistent war. Ja, die Beeinflussung der Reaper ist halt echt fies, wie die das machen. Anale Krieger des Lichts. Was? Recreation Room. Na, wo bleibt er denn? Sichert den Projektkontrollraum. Lasst Shepard nicht rein. Oh, doch. Diese blöden Flashbangs auf einmal überall. Diese rumfletschen wie Wahnsinnige. Tja. Shepard ist in den Mondquartieren. Projektkontrolle abriegeln. Halt den Shepard! Ihr habt keine Chance. Ich bin der Shep. Und eine Stunde ist ja auch mehr als genug Zeit, muss man mal sagen, ha? Huh? Ich warte nur darauf, dass die Roboter aufwachen hier. Mech-Teile? Oh, gibt ein paar Credits. Ah, noch ein paar Forschungslogs hier, nein. Die Tür ist auch futsch. Was für eine krasse Mission! Ich meine, hier geht es halt echt um was riesig Großes und was sehr Gefährliches. Und wir werden einfach mal alleine auf so eine Mission geschickt hier. Neu gruppieren. Hey. Habe ich nicht mehr meinen Slowdown, wenn ich anzoome? Nein. Ich setze die Flammenwerfer ein. Sehr gut. Krass, das wird nicht mehr verlangsamt. Was ist hier los? Oh oh. Hier, Säcke. Aber Kryo-Munition definitiv beste. Okay. Hab ich da Forscherlock? Ach hier. Kenson verhält sich seit kurzem seltsam. Als wäre ihr das Projekt überhaupt nicht mehr wichtig. Und ich weiß, dass ich nicht der Einzige bin, der diese Träume hat. Die Reaper kommen, sagt sie. Aber ich bin nicht sicher, ob dabei Angst oder Hoffnung in ihrer Stimme liegt. Ja. Hoffnung ist schon echt ein sehr krasses Gefühl, was eigentlich nicht hervorgerufen werden sollte durch die Ankunft der Reaper. Okay. Gibt's halt immer nur einen Weg hier, leider. Peng, geplatzt. Ah. Geplatzt. Ich hab schon wieder einer. Wo ist er hin? Oh, ohne diesen Zoom, also ohne diesen Slowdown, ist es halt echt fies. Liege unter Beschuss.
Die haben eine ganz schön hohe Verzögerung, die Granaten. Ich finde das doof, warum verlangsamt das nicht mehr? Ist das vielleicht, weil ich beeinflusst wurde, oder? Vielleicht ist es nur die Knarre. Dann wäre es echt schade, wenn es die Knarre ist. Dann muss ich die nämlich leider wieder austauschen. Ist mir jetzt vorher gar nicht so aufgefallen mit dem Team dabei. Aber hier alleine, da flitzen die ja nur rum, die Feinde. Je länger wir hier sind, desto mehr bin ich davon überzeugt, dass wir das Projekt abbrechen müssen. Wir wissen einfach nicht genug darüber, was die Reaper eigentlich wollen. Es ist dumm, ja, davon auszugehen, dass die Reaper den Untergang der Galaxie bedeuten. Laut Legenden waren sie früher auch schon mal da. Und trotzdem gibt es noch immer Leben. Oder etwa nicht? Das ist halt, dass das Artefakt die ganze Zeit hier so offen rumstand. Also alles, was von den Reapern ist, sendet ja dieses Signal, diese Frequenz aus. Und das hat sie hundertprozentig auch beeinflusst. Mit der Zeit ist sie halt einfach mal, ja, komplett indoktriniert worden. Dieses leise Flüstern im Hinterkopf hat ja auch Zaren, glaube ich, so beschrieben. Shepard ist unterwegs zur Projektkontrolle. Aber nicht nett. Oh nein. Oh! Ich bin nicht mehr weggekommen. Scheiße. Ja, das war echt dumm, mich da einfach in den Weg zu stellen, obwohl da doch Leute nachkamen. Ach, Kinder. Warum ist eigentlich so weit rangezoomt, frage ich mich jedes Mal. Kann man nicht irgendwie noch ein bisschen weiter wegzoomen, oder? Also ich meine, die Entfernung verringern, war da nicht was? Shepard ist unterwegs zur Projekt. Oh, doch, es ist wieder langsam. War das wohl nur ein Bug oder so? Keine Ahnung. Ach komm. Ihr seid Idioten. Das ist echt ein bisschen blöd, leider, dieses Feuergeschoss. Nicht mehr so viel Schuss, leider. Ah, Mist. Ah, Mist! Und dumm für dich ist, du hast nicht so eine Reichweite hier, du Pyro-Schwein. Hier explodiert. Schilde sind ausgefallen. Ist da noch einer? Natürlich. Ah, ah. So nicht, Freundchen. Müssen wir halt die harten Bandagen jetzt rausholen. Alle verbrannt schön, ja? So gehört sich das, Freunde. Was haben wir hier? Maschinensteuerung. Oh, wir haben doch Zeit, ne? Reaktormodul. Ich glaube, wir haben sie jetzt so ziemlich alle erledigt. Kommt ja auf nichts mehr nach, zum Glück. Ist klar, wunderbar. Medizinische Station. Ich habe echt mal ein bisschen Medigel verbraucht. Ist aber auch gar nicht mal so schlecht. Das war bisher eigentlich nur, um ein paar Credits zu verdienen, das Medigel. So, aber jetzt machen wir das Ganze hier. Ich will das Projekt aktivieren. Warum? Die Aktivierung des Projekts führt zu Geschäften.
Das ist halt echt krass. Sowas zu verantworten? Das krasse ist ja also entweder die Erde oder 305.000 Batterianer. Ich war in die Kolonie. Achtung, an alle Kolonisten im Bahak-System. Hier spricht... Shepard 9, haben Sie eine Ahnung, was Sie getan haben? Sie lassen mir keine Wahl. Wenn wir den Asteroiden nicht aufhalten können, müssen wir ihn zerstören. Wo finde ich Dr. Amanda Kanson? Dr. Kanson ist unterwegs zum Reaktorkern. Ach, Dr. Kanson. Nicht, wenn ich sie zuerst erreiche. Wir haben die Batterianer trotzdem nicht gewarnt jetzt. Oh. Das war alles für die Katz. Das war... Warum hat er nicht gesagt, Batterianer sofort weg hier? Alle evakuieren. Hat sich einfach aufhalten lassen. Wie doof. Das macht jetzt auch keinen Unterschied mehr. Versuchen Sie nicht, mich aufzuhalten, Shepard. Ich muss das tun. Halt, Kanson. Sofort. Freundin von Hackett oder nicht, ich werde Sie töten. Sie zwingen mich dazu, Shepard. Das wissen Sie. Es gibt kein Entkommen. Und für Ihre Taten gibt es keine Erlösung. Ich werde sterben, ohne die Segnungen der Reaper erfahren zu haben. Und sie sterben einfach nur. Schieß doch. Verdammt, Kanson. Warum schießt du nicht, Shepard? Bist du bescheuert? Sehen noch was? Raffiniertes Element Zero, sehr gut. Ach man, Kanson. Kannst du dich nicht wehren? Ich meine, ich weiß noch nicht wie... Gut, das ist eine Glasscheibe, aber kann man da nicht durchschießen? Ja, wahrscheinlich nicht. Aber kann sie sich nicht wehren gegen die Beeinflussung der Reaper, so ein bisschen? Kannst du es nicht versuchen? Ich meine, gut, Saren hat... Hat's auch nicht mehr gekonnt irgendwann. Mach mal nicht, bitte. Schon? Alter, die sind aber auch ekelhaft schnell. Hier, Säcke. Hans. Platz. Sitzplatz. Da ist noch einer. Wo ist der hin? Auch schon futsch. Wie stabilisiere ich den Reaktorkern? Alle automatischen Sicherheitsprotokolle wurden deaktiviert, um den Reaktorkern zu stabilisieren. Führen Sie manuell Kühlschlauch A von dieser Kontrollstation ein. Führen Sie manuell Kühlschlauch B von Kontrollstation B ein. Nun. Dadurch wird der Reaktorkern stabilisiert. Kühlschlauch A wieder eingeführt. Reaktorkühlung hat eingesetzt. Was ist mit A, mit B? Ja, okay, da geht's wohl nichts. Wir wurden entdeckt. Wir? Die Waffe ist kacke auf Distanz. Was für eine lange Mission das wurde, ich bin voll begeistert. Und der Nervenkitzel ist auch nicht gerade wenig. Gibt's hier was? Nee.
sah eben so aus, weil der noch auf dem Boden lag. Okay. Ich frag mich ja sowieso, ob sie das überleben kann. An so einem offenen Reaktor rumzufummeln, ist, glaube ich, wahrscheinlich auch nicht gut für die Gesundheit. Tausend Credits, ja. Freisetzen von Plasma abgebrochen. Na? Wo sind sie denn? Die Musik, wie dramatisch. Geil. Plasma wird freigesetzt. Knapp, hä? Ach Mann, komm raus. Komm zum Spielen, du Sack. Ich muss den erledigen, sonst fällt er mir ins Kreuz. Verbrannt und geplatzt. Liege unter schwerem Beschuss. Die schwerer als sonst. Ups, Munition schon wieder alle. Hier ist noch. Warte. Warte, ich glaube, ich mache erstmal lieber das mit. Ich mache lieber erstmal den Reaktorstab rein, sonst wird das wahrscheinlich alles nicht funktionieren hier. Wenn das hier überhaupt geht. Nee, das ist einfach nur die andere Seite, oder? Ach, verdammt. Nee, doch nicht. Ist es doch nicht. Das ist halt echt kacke. Diese ganzen Leben und die Batterianer sind eh schon nicht gut, auf die Menschen zu sprechen. Ist schwierig, ne? Schwierig, hier eine richtige Entscheidung zu treffen. Aber ich meine, das ist halt Shepard, der muss diese Entscheidungen treffen. Wenn nicht er, wer sonst? Hier ist Williams. Shepard ist im Wartungsbereich eingeschlossen. Na, bitte Verstärkung. Eingeschlossen. Wo bin ich hier eingeschlossen? Ihr seid mit mir hier eingeschlossen vielleicht. Denkt mal drüber nach. Munition liegt, jetzt brauche ich sie halt leider nicht. Wie weit liegen denn bitte diese Dinger auseinander, diese Kühlstäbe? Warte, hab was Schönes für dich. Oh oh. Ach komm schon. Was war das denn? Blöden Flashbangs die ganze Zeit. Das
Sehe ich aber auch wirklich bei denen das erste Mal jetzt, dass die das als Feinde werfen. Hör doch auf jetzt. Die blöde Deckung immer. Wenn man rennen will, einfach nur. So. Eng. Von so einem Gedärmehaufen wegplatzt. Was? Kontrollstation B? Sehr gut. Mann, Mann, Mann. So. Zackidi zack. Haben wir es jetzt bald? Dann safe. Gut. Kühlstab B. Ah. So, guck mal, der ganze Weg jetzt. Alles nur für diesen Stab. Kann man die nicht nebeneinander platzieren? Kühlstab B wieder eingeführt. Reaktorschmelze verhindert. Kerntemperatur sinkt. Sehr gut. Sie haben nichts erreicht, Shepard. Ich kann die Energieversorgung der Maschinen immer noch übernehmen. Ah. Versuchen Sie ruhig, mich aufzuhalten. Ich bin dabei. Da? Oh. Hartnäckig, die Frau. Gehen Sie vom Reaktor weg. Sie haben alles ruiniert. Ich kann das Flüstern nicht mehr hören. Umdrehen. Sofort. Sie haben mir alles genommen. Ich werde die Ankunft der Reaper nicht erleben. Oh Mann. Sie hätten nur weiter schlafen müssen. Oh nein! Hat er gerade geschrien? Warnung, Kollision steht bevor. 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 Joker, hier ist Shepard. Holen Sie mich ab, sofort. Kommunikationssystem beschädigt. Verdammt! Evakuierungsprotokolle aktiv. Das gesamte Personal zu den Rettungsshuttles. Wo finde ich ein Rettungsshuttle? Nehmen Sie den Aufzug von diesem Raum zum externen Zugang. Begeben Sie sich von dort aus zum Kommunikationsturm. Oh. Die verbliebenen Rettungsshuttles befinden sich auf dem Landeplatz des Turms. Ich muss zu diesem Kommunikationsturm und einen Shuttle erwischen. Meine einzige Chance. Nicht mehr lange Zeit, eine halbe Stunde. Er war jetzt anscheinend wieder ein bisschen länger ohnmächtig, ja? Ist hier noch was zu holen? Nein. Oh, vielleicht war es das jetzt sogar schon, weil nochmal so viel Geballer muss jetzt echt nicht sein, finde ich. Krass, krass, krass. Tower. Warnung. Kollision mit Alpha Portal steht unmittelbar bevor. Evakuierung dringend empfohlen. Ja, bin dabei. Ich hoffe, die Leute sind jetzt so schlau und stellen sich mir nicht mehr in den Weg oder so. Analysedaten. Oh. Wo, wo, wo? Das nehme ich mit. Schweres Hauptgewebe. Sehr, sehr gut. So, komm jetzt aber flott hier. Kollision.
Alles klar. Ihr habt's verstanden. Oh, krass. Man sieht das sogar. Oh, jetzt kommt bestimmt aber zur Ballerei jetzt, ha? Dieses Rumgeschlätzel hier die ganze Zeit. Natürlich. Vielleicht kann ich den hacken? Nein, natürlich nicht. Ganz schön Arbeit, hier die auseinanderzunehmen. Wo ist denn hin? Da. Oh Mann, wie das aussieht. Das ist irgendwie schon ein bisschen sehr, sehr, sehr einschüchternd. Vom Portal. Warte, ich muss mal ganz kurz. Gibt's hier noch was? Was Wichtiges? Nee? Okay, vergiss es. Oh, scheiße! Externer Kommunikationskanal offen. Shepard an Normandy. Joker, hören Sie mich. Shepard, Sie werden langsam lästig. Sie bekämpfen das Unvermeidbare. Staub, der kosmischen Winden trotzt. Das mag Ihnen wie ein Sieg vorkommen. Ein Sternsystem geopfert. Doch selbst jetzt sind Ihre größten Zivilisationen dem Untergang geweiht. Ihre Herrscher werden darum betteln, geerntet zu werden. Vielleicht haben Sie recht. Vielleicht können wir nicht gewinnen. Aber wir bekämpfen sie trotzdem. Genau wie die Sovereign. Genau wie ich jetzt. Wir mögen unbedeutend sein, aber wir werden kämpfen. Wir werden Opfer bringen. Und wir werden einen Weg finden. So sind Menschen nun mal. Sie sollen wissen, während sie sinnlos sterben. Ihr Ende wird kommen. Ihre Spezies wird fallen. Machen Sie sich bereit für die Ankunft. Commander Shepard, Normandy zur Abholung im Anflug. Verstanden. Thank you.
Boah, krass, es hat echt das ganze Sonnensystem zerstört. Aber ich meine, so fies es klingt, es waren halt nur 300.000 zum Glück. Ich meine, es hätte noch viel schlimmer sein können, Milliarden erwischen können. Und das wird es ja auch, wenn die Reaper kommen. So viel wissen wir leider. Anscheinend haben sie sich erholt. Admiral Hackett. Klingt, als wären sie da unten durch die Hölle gegangen. Wie geht es ihnen? Gut. Keine Visionen mehr, falls sie das meinen. Ich hätte nicht erwartet, sie hier zu sehen. Sie sind da raus, um mir einen Gefallen zu tun. Also wollte ich die Nachbesprechung selbst machen. Das war, bevor das Massenportal explodiert ist und ein gesamtes batterianisches System vernichtet hat. Was zum Teufel ist da draußen passiert, Commander? Haben Sie Informationen darüber erhalten, was geschehen ist? Ich weiß nur, dass ich Sie losgeschickt habe, um Amanda Kenson aus dem Gefängnis zu holen. Und jetzt ist ein gesamtes System vernichtet. Ich hatte gehofft, Sie könnten die logische Lücke zwischen den beiden Ereignissen schließen. Ich habe Dr. Kensons Beweis bestätigt. Die Reaper kamen und die Zerstörung des Portals war der einzige Weg, sie aufzuhalten. Kenson hatte mich fast 2 Tage lang ruhig gestellt. Als ich die Triebwerke startete, blieb mir nur noch eine knappe Stunde. Ich habe versucht, die Batarianer-Kolonie zu warnen, aber die Zeit war zu knapp. Die Batarianer melden keine Überlebenden auf Aratot. Wenigstens haben sie es versucht. Und Sie glauben wirklich, dass die Reaper-Invasion eine Bedrohung darstellte? Ganz ohne Zweifel. Uns blieben buchstäblich nur noch Minuten. Das steht mit Sicherheit alles in Ihrem Bericht. Ich will nicht lügen, Shepard. Die Batarianer werden Blut sehen wollen. Es gibt genügend Beweise für eine Hexenjagd. Und wir wollen keinen Krieg mit den Batarianern. Aber nicht, solange sich die Kollektoren da draußen unsere Kolonisten greifen. Was meinen Sie damit? Sie haben aus sehr guten Gründen gehandelt, aber in dem System lebten über 300.000 Batarianer. Sie sind alle tot. Oh ja, das meine ich. Man muss halt damit jetzt konfrontiert werden. Sie sind gestorben, um Billionen von Leben zu retten. Ich hätte sie gerettet, wenn es möglich gewesen wäre. Darauf können Sie Ihren Arsch verwetten. Bei mir rennen Sie offene Türen ein, Commander. Wenn es nach mir ginge, bekämen Sie einen verdammten Orden. Leider wird das nicht jeder so sehen. Was schlagen Sie also vor? Die Beweise gegen Sie sind bestenfalls lückenhaft. Aber irgendwann werden Sie auf der Erde vor Gericht erscheinen müssen. Das kann ich nicht verhindern. Aber ich sorge dafür, dass es Ihnen nicht leicht gemacht wird. Ich hätte nicht erwartet, Sie an Bord eines Cerberus-Schiffes zu sehen. Ich mag Cerberus und seine Methoden nicht. Aber sie haben sie wiederbelebt und sie unternehmen etwas für die Galaxie. Für den Moment kann ich also freundlich sein. Ist die Allianz wegen der batarianischen Reaktion auf diesen Vorfall besorgt? Sehr sogar. Die Batarianer suchen nach einem Kriegsgrund, seit wir in der Galaxie aufgetaucht sind. Bei einer Invasion der Reaper muss aber die gesamte Galaxie zusammenarbeiten. Sind wir mit den Batarianern im Krieg, werden die anderen Spezies zögern, irgendeine Seite zu unterstützen. Was unternimmt die Allianz wegen der Kollektoren? Wir stellen Flotten bei unseren großen Kolonien auf und evakuieren die kleinen. Aber die Schiffe, die auf Kollektoren gestoßen sind, haben sich nicht mehr gemeldet. Wir sind ihnen unterlegen. Ich hoffe wirklich, dass Sie und Cerberus noch ein Ass im Ärmel haben. Ich stehe nach dieser Mission gerne für einen Prozess zur Verfügung. Freut mich, dass die Arbeit für Cerberus Ihrem Ehrgefühl nicht geschadet hat. Tun Sie da draußen, was Sie tun müssen. Und wenn die Erde ruft, erscheinen Sie in Ihrer besten Uniform und stellen Sie sich den Vorwürfen. Bis dahin behalten Sie das. Ich brauche Ihren Bericht nicht, um zu wissen, dass Sie das Richtige getan haben. Jawohl, Sir. Das war eine große Leistung, Commander. Boah, fragt sich halt, ob groß immer gut ist. Wie gesagt, 300.000 ist schon eine große Zahl. Ja. Gut, Dr. Amanda Kenson wurde aus einem batarianischen Gefängnis auf dem Planeten
Aratoth gerettet und Shepard hat ihre Beweise für eine Reaper-Invasion bestätigt. Shepard wurde von Kensen gefangen genommen, die von einem Reaper-Artefakt indoktriniert worden war. Shepard entkam und aktivierte das Projekt, wodurch das Alpha-Portal zerstört und die Reaper-Invasion aufgehalten wurde. Dr. Kensen hat nicht überlebt. Das Barak-System und all seine Bewohner wurden vernichtet. So, ich habe mehr Munition. 45% mehr Kapazität, krass. Shepard erhält 30% Gesundheit, sehr fein. Noch ein bisschen mehr künstliche Haut, geil. Ja, Leute, was soll ich sagen? Der Part war wieder ein bisschen länger. Ich werde es vielleicht ein bisschen runterschnibbeln, diese ganze Action. Das war mir persönlich etwas zu viel und etwas zu langweilig. Aber ja, wir sehen mal, wie es weitergeht. Danke fürs Zusehen, danke fürs Liken und Kommentieren. Wir sehen uns zu Mass Effect 2. Bis denn. Tschüss.